Hi Helen, was machen wir jetzt? Eat some damn Mochis. Wir gehen jetzt Mochis einkaufen. And I'll take you with us. Wir sind jetzt extra zu Rewe Center gefahren, weil bei Rewe, also bei den normalen Reven, gibt es immer nur so zwei verschiedene Sorten. Und wir hoffen, dass wir hier mehr Sorten finden. Also drückt uns die Daumen. Lass mal gehen, ich ersticke in dem Auto, ist eine Katastrophe. Es ist so warm. Hier habe ich. Let's go. Wir haben sie gefunden. Ja, sonst hier. Warte mal. Yes. Haben Sie noch andere Mochi-Sorten oder ist das alles? Wir haben gerade zufällig noch hier diesen kleinen Store entdeckt. Hier hat noch mehr Mochis. Eat happy. Willkommen zu unserem Video. Ich bin Marie. Und ich bin Helen. Heute drehen wir ein neues Taste-Test-Video. Und zwar probieren wir heute ganz viele verschiedene Sorten von Mochis. Also Mochis mit Eiscreme-Füllung. Es gibt ja, glaube ich, auch welche, die nicht gekühlt sind. Die sind aber mit Eis, Mochi-Eis. Sind die nicht immer mit Eis? Nee. Ah. Es gibt auch so warme Mochis, das ist irgendwie so eine Füllung dann drin. Wir haben richtig viele verschiedene Sorten. So, wir haben einmal diese Marke Omochi. Davon haben wir jetzt einmal die Sorte Pistazie und einmal Kokos und noch Wow Kakao. Davon gibt es auch noch eine Sorte, die ist irgendwie mit Mango und Passion Fruit oder so. Und die ist richtig lecker, die haben wir leider hier nicht gefunden. Dann haben wir von Eat Happy, der kleine Sushi-Laden, den es manchmal in Rewe-Geschäften gibt, Mochi Matcha. Und Mochi Mango. Ja, dann haben wir zuletzt noch hier von irgendeiner Influencerin, Nova Lana Love, haben wir Cheesecake Salted Caramel. Ist auch von Omochi. Ich glaube, sie hat auch mehrere Sorten rausgebracht, aber es gab jetzt halt auch nur die. Also wir haben halt einfach alles gekauft, was wir jetzt hier gefunden haben. Wir sind extra zu Rewe Center gefahren und trotzdem gab es leider nicht alle. Mit welchen fangen wir an? Das ist die Question. Worauf freust du dich am meisten? Das würde ich ans Ende machen. Am wenigsten freue ich mich auf Matcha, deswegen lassen wir mit Matcha. Okay. Ich glaube, es gibt viele, die Matcha sogar besonders feiern. Ja. Ich habe noch nie Matcha-Tee getrunken oder so, deswegen weiß ich gar nicht genau, wie Matcha schmeckt. Ich habe schon mal Matcha getrunken und es hat irgendwie so einen weird Taste. Okay. Das Eis ist auch zum Glück jetzt schon so ein bisschen weicher. Also wenn ihr die aus dem Gefrierschrank holt, wartet immer mindestens 5 Minuten, bis ihr die esst. Weil dann sind die halt schön weich. Also für alle, die Mochi nicht kennen, schaut euch einfach diese Konsistenz an. Das ist so wiggly. Wiggle, wiggle, wiggle. Und innen ist halt dieses harte Eis. Cheers. So sieht es von innen. Ich liebe halt Pistazieneis generell. Also bei Italiener oder so hole ich mir gerne Pistazieneis. Das ist aber Matcha. Die sind nicht so geil. Ich glaube, die sind schon zu warm, oder? Gehören die so. Ich finde die nicht schlecht. Lecker eigentlich, ne? Ja, sind eigentlich echt lecker. Sie sind gar nicht süß oder so. Und das finde ich okay, dass es nicht so zu süß ist. Mhm. Ein bisschen aber auch tasteless dadurch. Ja, Matcha könnte eigentlich geil sein. Ja. Also ich habe ja noch nie Matcha getrunken, aber ich habe jetzt nichts gegen den Geschmack. Das haut mich jetzt aber auch nicht um. Also jetzt nicht, ich denke, das muss ich öfter essen. Ich feiere halt einfach die Konsistenz davon und das macht's lecker. Mhm, da ist weiße Schokolade mit drin. Das schmeckt man, ne? Das ja, war lecker, aber ich freue mich noch mehr auf die anderen. Die Matcha-Mochis rate ich von 1 bis 10, also mit 5 Punkten, würde ich sagen. Es ist nicht schlecht, es haut mich jetzt aber auch nicht um. Ich würde irgendwie auch so eine 5 geben, weil ich mag halt die Konsistenz nicht so von dem Reisteig. Die mag ich bei den O-Mochis lieber als bei den Eat Happy Mochis. Also kommt jetzt von O-Mochi Kokos. Sind weiß. Cheers. Mmh. Oh mein goodness. Boah, das ist richtig geil. Ich bin kein Kokosfan, aber die sind echt geil. Das haut mich gerade auch 10-mal mehr um als eben Matcha. Hier ist der Reisteig nicht so chewy. Der ist so fester, ne? Der zieht sich nicht so, nicht so klebrig. Mhm. Stimmt. Ich mag die Omochis am liebsten. Aber ich liebe halt Kokoseis generell und deswegen delicious. Das ist so voll erfrischend. Ich bin gerade richtig positiv überrascht davon. Ich habe irgendwie nichts erwartet, aber es ist richtig geil. Das war richtig geil. Also? Bei mir ins Gefrierfach. Wer Mochis will, kommt bei uns vorbei. Also die würde ich jetzt, glaube ich, schon mit einer am Ende eine 9 raten. Oder eine 8,5, weil ich halt nicht so ein Kokos-Fan bin. Aber dafür sind die übel krank. Da könnte sogar ich ein Kokos-Fan werden. Also ich würde denen, dass ich so positiv überrascht war, eine 10 geben. Aber ich glaube irgendwie, es gibt manche, die könnte ich noch mehr feiern. Und deswegen gebe ich eine 9. Aber die sind auf jeden Fall richtig gut. Die könnt ihr, wenn ihr Mochis ausprobieren wollt und Kokos mögt, auf jeden Fall ausprobieren. Ja. Und die sind richtig so erfrischend. So. Ja. Also wir sind mittlerweile so voll. Wir haben nur beide jetzt 2 gegessen, aber die hauen halt schon übel rein. Deswegen haben wir jetzt gesagt, wir teilen uns ab jetzt immer 1. Oh, der Hund ist voll süß. Da oben.
irgendwie hässlich, aber das macht den süß. Okay, jetzt probieren wir Wow Kakao. Die sehen irgendwie grau aus und auf dem Bild. Was hat Fussel? Oh. Die habe ich schon mal gegessen. Okay. Ey, Junge, mein ganzes Auto, gell? Nicht, ich dass das so von Barbara war. Aber Kokos war mehr so, wow. Das war eher so, oh, Mochi. Das ist nur so ein Mochi. Nee, danke. Muss ich das jetzt? Lieber esse ich zweimal Bissen und dann isst du den Rest. Ich kann mich nichts mehr. Nein. Ich weil dich stört es ja nicht. Doch, mich stört. Nein, so gelogen. Ich habe doch gar gesagt, dass du es, weil es mich stört. Was? Das leer zu essen, das ganze Ding. Nein, mir geht es darum, dass du das da ablutschst und ich will es da nicht mehr. Ach so. Und das stört dich ja nicht, oder? Helen findet es eklig, mit ihrer eigenen Schwester ein Eis zu teilen. Wenn aber ich schon wenn mal reingebissen habe. So ich habe eben Zähne geputzt, bevor wir los sind. Mehr habe ich nicht gemacht, außer Wasser ich getrunken. Denn Spucke? Wir haben zu, ich weiß nicht, 95% die gleiche DNA. Ja, und? Also, ich gebe Schoko. Ich gebe Schoko 6 Punkte, 6 bis 7. Es ist voll lecker, aber ich finde das Schokoeis schmeckt man so raus, dass man irgendwie nicht mehr merkt, dass man Mochis isst. Das ist, als würde man einfach ein Schokoeis essen. Ja, das stimmt. Und es ist nur 15 Schokoeis. Ich glaube, ich gebe denen dann eine 6,5 oder eine 6. Ich bin schon voll über Zucker. Jo. Ja, wir müssen das beenden. Was kommt jetzt? Mango? Die sind ja wieder so chewy. Ich dachte, das kommt am Ende. Nee, weil das wird immer chewy, ja, das ist mal Essen. Oh, bevor ich Diabetes bekomme. Ja, wie viele Kalorien hat sowas? Ich glaube 60 pro Ding. Ja, 60 pro Ball. Wobei es hätte auch mehr sein können, muss man sagen. Ja. Es ist jetzt nicht so übel. Es hätte aber auch weniger sein können. Okay, darauf habe ich Bock, muss ich ehrlich sagen. Beide ein. Ja. Jetzt kommt Mango. Die sind so chewy. Boah, der, guck mal, gönnt ja, euch. Ich, hey, ich finde es geil. Ich finde die zu chewy. Wenn ich noch einmal chewy sage, ne? Cheers. Was war das für Mac? Ey, ich hatte irgendwie nur die Haut. Die Haut. Meine Haare. Die sind mir so chewy. Willst du das noch? Nee, die bin nicht mal meins mehr. Die nehmen wir aber trotzdem mit heim. Ich esse die irgendwann noch, nur ich kann gerade nicht mehr. Ich finde die jetzt nicht schlecht, aber ich finde Omochi auch besser. Also ich rate Mango mit einer soliden 8. Nee, das stimmt überhaupt nicht. Nein. Ich rate Mango mit einer 4, einfach wegen der Consistency. Ich glaube, die muss man kälter essen, die Eat Happy. Die muss man so fresh out of the freezer. Aber so sehr stört sich gar nicht. Ich mag dieses Chewy-Zeug. Ich rate das mit einer 6 bis 7, wegen dem Erfrischungsfaktor, das war positiv. Aber ich glaube, es kann geile Mango-Mochis geben, sage ich ganz ehrlich. Sage ich auch ganz ehrlich. Okay, guys. Was kommt denn? Ich habe irgendwie gar keinen Bock auf den. Also nichts, das ist bestimmt voll lecker gemacht. Das geht einfach darum, dass wir jetzt schon so viele gegessen haben. Cheesecake, Salted Caramel. Nichts gegen Navalalalo. Navalalalo. Nee, wirklich nicht. Aber ich bin einfach nur schon mega satt. Let's get it over with. Let's get it started in here. Oh, seht ihr das? Der Karamell ist ausgelaufen. Die Karamell. Das Karamell ist ausgelaufen. Die sind auch schon voll weich. Marie, wir müssen die echt schnell heimbringen jetzt. Ich habe Angst, dass es rausläuft. Ich weiß es erst. Da ist schon sowas rausgelaufen. Also, ihr esst jetzt übrigens Cheesecake Salted Caramel. Das war keine gute Idee, das im Auto zu fällen. Boah, gönn dir das. Der Geschmack ist der Hammer. Aber die sind halt leider geschmolzen. Aber ich glaube, wenn du die kalt isst. Ja? Ich liebe halt American Cheesecake und es schmeckt, ne? Ist schon gut getroffen. Aber ob das zu einem Mochi passt, weiß ich nicht. Ja. Wenn man aber Bock auf Cheesecake hat und keinen findet, kann man das kaufen. Aber wenn ich jetzt Mochis will, muss es nicht unbedingt ein Cheesecake sein. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Last round. Next up. Grazie. Pistazio. Pistazio. Keine Ahnung. Ich laber irgendwas. Sorry an alle Italiener. I'm full. I'm on sugar high. Mochi sugar high. Mochi sugar high high. I'm on sugar. Die sind echt geil. Ich freue mich voll auf die. An wen habe ich dich gerade erinnert? Boah, was ist das für eine Situation? Ist es einfach schnell. Ich kann gerade nichts Gutes mehr sagen, weil ich immer so voll bin. Aber die waren schon gut. Ich liebe die Pistachio. Also bei mir war es. Warst du voll enttäuscht von denen? Aber jetzt im Vergleich zu den anderen finde ich die übel geil. Nee, ich mag die. Aber ich glaube, weil ich den Vergleich zu meinen Lieblingsmochis hatte, fand ich die nicht so geil. Aber jetzt, wo ich den Vergleich zu manchen anderen habe. Nein, Spaß. Also die Kokos sind meine Favorites. Save. Save the winner. Dann meine Least Favorites. Mein Least Favorite war auf jeden Fall Mango oder Matcha, weil halt ich die Konsistenz von denen einfach nicht mag. Von den kleinen hier.
Das ist auch sehr weit hinten dabei. Das ist auch sehr weit hinten dabei. Und ich sag, das sind meine Nummer 2 dann. Genau. Das sind 1, die Winner. 2. Für mich auch. Wir sehen es genau gleich. We are the champions, my friend. Also, falls ihr Lust habt, Mochis zu probieren, kann ich euch die auf jeden Fall empfehlen. Ihr müsst natürlich auch die Geschmacksrichtung mögen. Wenn ihr sowas gar nicht mögt, schmeckt es euch vielleicht nicht. Wir hoffen, dass euch dieses Video gefallen hat. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr schon mal diese Mochis probiert habt oder auch schon eine andere Marke oder eine andere Sorte oder vielleicht auch in einem japanischen Restaurant. Und könnt ihr mal schreiben, was denn eure Lieblingssorte war. Oder ob ihr vielleicht auch schon mal die ohne Eis probiert habt, weil es gibt ja auch welche, die ungekühlt sind. Dann schreibt uns gerne in die Kommentare, was wir als nächstes probieren sollen. Ja. Wo wir den nächsten Taste-Test durchführen sollen. Oder welches Mukbang ihr vielleicht von uns als nächstes sehen wollt, von welchem Essen. Folgt uns auf Instagram, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Und abonniert den Channel. Ciao. Ciao.